Heute geht es in dem Video um kreative Fotos. Wir haben heute ausnahmsweise schon vorher die Fotos gemacht, deswegen mir ist jetzt schon ziemlich heiß von der Sonne. Die Aileen, meine Nichte, ist zu Besuch und das haben wir gleich genützt, dass wir uns ein bisschen kreativ austoben. Und heute möchten wir euch zeigen, wie man kreativ in der eigenen Wohnung Fotos umsetzen kann. Das Licht-Schattenspiele haben wir da genützt. Heute scheint ja die Sonne. Da haben wir echt wirklich coole Sachen kreiert. Wir nehmen euch jetzt einfach ein bisschen mit, zeigen euch, was wir da alles so gemacht haben. Ich bin Caroline Grill von Caroline Grill Fotografie und mehr gibt es einfach nach dem Intro. Jetzt haben wir echt einen coolen Spot in der Wohnung gefunden und zwar, gerade wenn die Sonne scheint, ist es echt mega cool. Da kann man super spielen mit Licht und Schatten und dadurch wir da oben ein Licht haben, so quasi einen gewobenen Korb, haben wir da jetzt auch schon total coole Effekte mit der Aileen. Die Aileen ist zu Besuch, meine Nichte, und deswegen nutzen wir gleich die Gelegenheit, dass wir da ein paar Fotos machen und euch ein bisschen zeigen, wie man sich einfach so kreativ ein bisschen austoben kann mit Sachen, die einfach zu Hause sind. Und hier haben wir jetzt eine perfekte Location. Da haben wir nämlich ein Oberlichtenfenster und da, wo die Sonne reinscheint. Und gerade da ist jetzt quasi dieser Korb und das nützen wir jetzt gleich für coole Fotos. Die Aileen hat schwarz-weißen Pullover an, das passt natürlich auch perfekt dazu. Und deswegen haben wir gedacht, wow, wenn wir jetzt die Lippen einfach da noch ein bisschen knallig, einfach eine intensive Farbe hernehmen, dann wirkt das noch besser. Und ich werde jetzt gleich einmal ein paar Fotos machen und die Daniela ist da mit dabei, die ist hinter der Kamera und zeigt oder verfolgt mich ein bisschen und zeigt, wie ich das mache. Super. Früher, wo wir diesen Spot gefunden haben, ist quasi das Licht wirklich direkt in der Mitte gewesen. Jetzt fängt schon Wandern an, deswegen müssen wir jetzt auch schnell sein, dass wir dann ein paar coole Fotos erhaschen können. Bei der Aileen ist es jetzt so, dass die Augen komplett im Schatten sind. Und das heißt, die Aileen werde ich jetzt versuchen, einfach so zu navigieren, dass einfach das Licht auch in die Augen reinkommt, damit es einfach noch ein bisschen intensiver ausschaut und die Augen dann einfach strahlen. Genau. So. Genau. Einfach ein bisschen kleiner machen, ganz leicht kleiner und ganz ein bisschen noch in diese Richtung. Genau. So passt voll gut. Schaust, macht einfach mal die Augen zu, weil es blendet sich ein bisschen. Genau. Und wenn ich jetzt sage, dann machst du die Augen auf. So, jetzt. Genau. Und dann schaust Richtung Sonne rauf. Genau. Sehr, sehr gut. Jetzt machst du nochmal die Augen zu. Genau. Noch einmal vielleicht ein bisschen kleiner noch machen. Ja, genau. Und machst jetzt nochmal die Augen auf und schaust in diese Richtung. Du kannst gerne mit dem Kopf einfach in diese Richtung dich auch bewegen. Genau. Schaut super aus. Da machen wir auch ein paar. Und ich versuche natürlich auch noch, sie in den ganzen Körper raufzukriegen. Genau, die Hände passen ganz gut. Die kannst du gerne so ein bisschen noch in die Mitte raufgeben. Genau, super. Schaut super aus. Perfekt. Was du jetzt noch machen kannst, ist mit den Händen vielleicht sogar noch ein bisschen ins Gesicht zu geben. Genau, so ganz leicht, genau. Bei dir ist so, ich glaube, du hast schon öfter Fotos gemacht, kennst dich schon gut aus. Da ist nämlich wirklich super, wenn die Finger nur ganz zart an der Haut liegen. Das schaut einfach viel sanfter aus und es passt dafür gut. Genau. Jetzt machst du die vielleicht noch einmal ganz ein bisschen kleiner. Genau, passt gut. Und schaust noch einmal so ein bisschen Richtung Sonne rauf. Genau. So leuchten die Augen voll. Schaut super aus, gefällt mir. Ein bisschen kleiner noch, wenn es geht. Ganz ein bisschen noch. Ja, genau. Da strahlen dann die Lippen auch. Passt gut? Super, kannst du entspannen. Ja, das war's einmal von diesem Spot. Jetzt suchen wir in der Wohnung noch ein paar andere Spots und zeigen euch, was man noch so machen kann. Ja, das nächste Stück, das wir jetzt gefunden haben und vom Atelier mitgenommen haben, ist ein Traumfänger. Hier ist da echt was Cooles bestickt. Und das nützen wir jetzt natürlich auch bei der Sonne. Das
wirft dann einen Schatten, wir werden es euch zeigen. Und das macht nämlich auch tolle Effekte, einfach mal ganz andere Fotos zu machen. Nicht diese Standardfotos, die was man so alltäglich sieht. Ich zeige es euch, wie das funktioniert. Sehr cool. Ihr könnt es hier schon sehen, diese Häkelspitze, welchen Effekt es da gibt bei der Eileen im Gesicht. Das gefällt mir einfach total gut. Gerade wenn man so in diesen Schwarz-Weiß-Modus mit diesen roten Lippen wieder, wirkt es wirklich cool. Und da kann man es echt, man kann es ja ein bisschen spielen, man kann aber nur die Hälfte mit Schatten machen. Man kann hier echt coole Effekte hier so wie da auf der Stirn einen, so einen coolen Effekt machen. Und auch hier wieder ganz hinten seht ihr, dass hier ja, das Fenster ausgeschnitten ganz weiß ist und rundherum schwarz. Das kann man dann auch gleich als Rahmen verwenden und schaut auch ganz cool aus. Wir werden es euch zeigen, was da für ein Foto entstanden ist. Wie bekommt man jetzt diesen Effekt? Ganz da oben ist das Oberlichtenfenster. Zwischen dem Fenster und dem Model hält man einfach das, was man halt gerade gefunden hat. Bei mir ist es der Traumfänger. Und das wirft dann Schatten auf das Model und von dem her entstehen dann einfach diese coolen Effekte. Ja, jetzt habe ich da einfach nur einen Topf genommen. Das ist ein Nudelsieb inkludiert und das passt natürlich auch total super für die Effekte, die was man da verwenden kann. Und nicht nur diesen Topf kann man verwenden. Ich habe da hier zum Beispiel auch eine Raspel. Auch hier sind da wieder Punkte, große Punkte, kleine Punkte. Man kann da echt cool mit diesen Effekten spielen. Und zum Schluss haben wir da noch eine Blume und auch hier, diese wirft wieder Schatten. Da darf man sich ein bisschen austoben und einfach mal schauen. Ja, wo will ich den Schatten im Gesicht haben, wo nicht. Und auch im Hintergrund sieht man dann auch, dass hier diese Blume Schatten wirft. Und es schaut dann natürlich auch voll cool aus. Also auch da werden wir jetzt noch ein paar Fotos machen, damit wir euch was zeigen können. Jetzt habt schon einiges gesehen, was man einfach nur so mit einfachen Mitteln, mit einem Sieb, mit einem Nudelsieb oder einfach einer Reibe oder eben hier mit dem Traumfänger, was man da alles machen kann. Wir haben heute extra nichts verlinkt für euch. Ihr dürft selbst einfach kreativ in eurer Wohnung ein bisschen herumschauen, was kann man alles verwenden. Nützt es, wenn einmal die Sonne scheint, einfach ein bisschen mit Licht und Schatten zu spielen. Ihr werdet sehen, was da alles möglich ist. Ich wünsche euch viel Freude und wir sind natürlich froh, wenn ihr uns ein Like gibt, wenn euch das Video gefallen hat oder wenn ihr noch mehr Videos von uns sehen möchtet, einfach ja, das Abo, einfach auf Abo klicken. Das ist wie immer gratis und wir sind natürlich gespannt, was ihr gefunden habt in eurer Wohnung, was ihr verwendet habt, was ihr umgesetzt habt. Bitte schreibt es in den Kommentaren. Wir sind wirklich total gespannt, was ihr alles gemacht habt. Ja, die Eileen und ich und auch die Daniela hinter der Kamera wünschen euch einen schönen Tag. Seid kreativ und bis zum nächsten Mal.